Platz 3 mit 20%, 20,5% Erfolgquote in eigenem Powerplay. Was eine Hausnummer ist natürlich. Und da ist es auch schon, das 1:0 für die Steelers. Schön rausgespielt, ruhig rausgespielt, die Stables laufen lassen. Dann kommt der Direktschuss ins lange Eck. Und damit steht es 1:0 für die Bietigheim Steelers gegen die Stables Rosenheim. Den Torschützen habe ich nicht genau erkannt, die Rückennummer habe ich nicht gesehen. War es die Nummer 12? War es Dominik Ogier? Nimmt den Nachschuss und die Scheibe geht wieder am Tor vorbei. Somit stehen nur noch 30 Sekunden auf der Uhr für Steingross. Valorani, McNeely, McNeely wird wieder geblockt und McNeely nimmt den Ausgleich. Tyler McNeely nimmt den Ausgleich. Powerplay-Treffer für die Stables Rosenheim. Der überwindet da Silo Martinovic im Nachschuss. Martinovic erst noch mit der großartigen Parade. Und dann nimmt McNeely den Nachschuss. Liegt Martinovic die Scheibe über seinen Schoner ins Tor der Steelers zum Ausgleich für die Stables Rosenheim. Und Stretch die Scheibe nimmt. Nur wenige Torhüter in dieser Liga spielen so aktiv mit wie Martinovic. Und da ist der Führungstreffer für die Stables Rosenheim. Und der Martinovic ist die Scheibe da durchgerutscht. 2:1 für Rosenheim. Nur 5 Minuten und 57 Sekunden gespielt im zweiten Drittel. Die Führung in Person von CJ Stretch Dierer darstellen. Muss aber natürlich weiterhin alles Zahn in Zahn gehen. Denn sonst. Und da ist sogar das 3:1. Ja, was ist denn jetzt los in dieser Anfangsphase des zweiten Drittels? 3:1 für die Hausherren. 3:1 für die Stables Rosenheim. Die Steelers jetzt etwas von der Rolle sogar. Der Torschütze für die Stables. Es war die Nummer 18. Es war Leopold. Im Diensten der Stables Rosenheim. Stretcher Frank Lüngelbauer mit dem Direktschuss wird geblockt von Kelly. Und McLeod mit dem 4:1. McLeod mit dem 4:1 für die Stables Rosenheim. In doppelter Überzahl. Tor für Rosenheim. 4:1. Das Spiel ist auf den Kopf gestellt aus dem ersten Drittel. Die Führung ist da. Die deutliche Führung, 4:1 und Wade McLeod hat dafür gesorgt. Überwindet Martinovic da am kurzen Eck. Weller wird da keine Luft zum Atmen gelassen, aber der Pass kommt auf Ogier, dann Sommerfeld und dann wieder der zweite Treffer für Sommerfeld. Pass, Ogier, Direktschuss, Sommerfeld, unhaltbar. Für Timo Herden. 4:2 René Sommerfeld mit dem zweiten Tor. Nein, René Sommerfeld, Entschuldigung, was rede ich denn für einen Blödsinn? Markus Sommerfeld mit dem zweiten Treffer am heutigen Abend zum 4:2. Renner überpasst wieder auf. Der nächste Schuss von Main. Der Pass kommt von Valorani. Schuss 5:2. David Valorani. 5:2. Bayer wieder mit von der Partie. Der nächste Überzahltreffer für die Stables Rosenheim. Die bisher in diesen Playoffs, in dieser Saison in Überzahl mehr schlecht als recht agiert haben. Und heute voll da sind. 5:2 durch David Valorani, der im Slot zum Schuss kommt. Da kommt der Schuss an den Pfosten von Timo Herden. Palka fliegt da über die Klinge. Tor für die Stables. Was war das für ein unglaublicher Aussetzer von Andreas Mechel. Oh, hat er sich zu sicher gefühlt, der Torwart Andreas Mechel. Das ist ihm peinlich. Riesenaussetzer von Andreas Mechel, der die Scheibe da durchrutschen lässt. Andreas Mechel,
Seine Mitspieler wollen ihn da aufbauen, die sprechen ihm Mut zu. Das ist aber für den Torhüter natürlich sehr, sehr bitter. Und da kann ich jetzt natürlich auch keinen Torschützen bestimmen. Am Spielende wird das Ganze nichts mehr ändern am Spiel, am Endergebnis, also dass die Star Wars das Spiel gewinnen werden. Aber die Steelers können jetzt natürlich jetzt nochmal eins erzielen. Wenn sie zur Schussgelegenheit kommen, 5 Sekunden, der Schuss kommt nochmal, geht weit vorbei. Und damit ist das Spiel beendet. Die Star Wars Rosenheim mit der Antwort. Siegen 6:2 gegen die Bietigheim Steelers. Heute in der Begegnung Nummer 2.